Moin moin und herzlich willkommen bei Krach und Eingeweide. Nach einer viel zu langen Zeit ohne Videos tue ich einfach so, als wäre nichts gewesen und präsentiere euch heute meine Top 20 Alben des Jahres 2020. Leider habe ich dieses Jahr, was neue Alben angeht, nicht wirklich viel im Underground gegraben und die meisten Alben auf meiner Liste sind alles andere als Geheimtipps. Und es gibt natürlich eine Menge Alben, von denen ich genau weiß, dass sie mir gefallen werden, die ich aber einfach noch nicht gehört habe. Wie dem auch sei, kommen wir nun zur Top 20. Die ersten 10 Plätze werde ich versuchen, etwas schneller abzuhaken. Auf Platz 20 ist kein Album, sondern eine EP, und zwar Despicable von Carcass. Ich liebe Carcass, ich liebe diese EP, aber es sind eben nur 4 Songs, deshalb nur Platz 20. Als Überbrückung für das neue Album ist das Ding super. Auf Platz 19 ist Isengard mit Feuerfdöcken oder irgendwie so. Ein wirklich sehr spezielles Album und sicher nicht für jedermann. Es ist eine Sammlung von 30 Jahre alten Demos, auf denen Fenris von Darkthrone sich in Heavy Metal, Doom und teilweise Punk austobt. Wer die Darkthrone Alben von 2007 bis 2013 kennt, kann sich ungefähr vorstellen, was ihm hier erwartet. Der Sound ist natürlich komplette Grütze und die Vocals für viele wahrscheinlich auch. Aber was soll ich sagen, ich find's geil. Platz 18 ist Vader mit Solitude and Madness. Auf Vader ist Verlass, wer sich ein Vader-Album kauft, weiß, was er kriegt. Und Solitude and Madness ist mal wieder richtig, richtig gut. Exakt das gleiche gilt für Platz 17, Hatebreed mit Wave of the False Self. Platz 16 ist The Passing of Time von Glacier. Glacier ist eigentlich eine uralte Power-Metal-Band, die sich vor 30 Jahren nach einer EP aufgelöst hat. Deren alter Sänger hat sich jetzt eine neue Mannschaft um sich versammelt, um mit The Passing of Time nochmal richtig loszulegen. Als Gastmusiker sind sogar 2 Mitglieder der alten Besetzung dabei. Dabei rausgekommen ist richtig schöner Oldschool, Heavy und Power-Metal. Nicht zu kitschig, nicht überladen, nicht übertrieben pathetisch, einfach nur richtig, richtig gut. Nun zu was ganz anderem, nämlich Code Orange mit Underneath auf Platz 15. Eigentlich dürfte diese moderne oder fast schon futuristische Metalcore-Industrial-New-Metal-Mischung überhaupt nicht mein Fall sein. Aber Code Orange ist einfach eine verdammt gute Band und Underneath sagt mir sogar noch mehr zu als der Vorgänger. Platz 14 ist tatsächlich eine kleine Ernüchterung und zwar Titans of Creation von Testament. Finde ich zwar besser als Brotherhood of the Snake, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich noch ein Testament-Album brauche, das genauso klingt. Das ist natürlich trotzdem ein super Album und handwerklich perfekt, aber vielleicht ist mir Testament mittlerweile zu perfekt. Auf Platz 13 ist Nagelfar mit Terrorcloth. Bringt im Grunde auch genau das, was man erwarten kann, nämlich kalten melodischen Black Metal aus Schweden. Es gab in diesem Jahr bestimmt bessere Black Metal Alben, aber tatsächlich war Terrorcloth das einzige, das ich gehört habe. Platz 12 hat zumindest eine ordentliche Portion Black Metal in sich, und zwar Welcome to Hell von Jelvik. Wer Quellertag mag, sollte sich das Ding auf jeden Fall anhören, aber zu denen komme ich später noch. Platz 11 ist wieder nur eine EP, und zwar Paradiser von Venator. Das ist göttlicher Oldschool Heavy Metal aus Österreich mit toller 80er Produktion und einfach arschgeilen Songs mit garantierten Ohrwürmern. Ich will unbedingt ein ganzes Album von der Band hören. Und damit wären wir auch schon bei der Top 10. Platz 10. Seitdem Napalm Death im Jahr 2000 zum Grindcore zurückgekehrt sind, bringen sie ein Hammer nach dem anderen raus. Das letzte Album Apex Predator Easy Meat war für mich unfassbar gut und hat tatsächlich sehr viel dafür getan, mich an den Extrem-Metal ranzuführen. Und mein erstes richtiges Metal-Konzert war Napalm Death. Entsprechend groß war meine Erwartung an die neue Platte und diese ist wieder große Klasse. Throes of Joy in the Jaws of Defeatism ist ein sehr abwechslungsreiches Album geworden. Neben den typischen brutalen Grind-Attacken gibt es einige groovige Stücke wie Backlash Just Because, die sehr an die Phase Mitte der 90er erinnern. Oder ein Song wie Amoral, der mit Grind oder überhaupt Metal wenig zu tun hat und schon eher als Post-Punk durchgeht. Wahrscheinlich mein Lieblingssong auf dem Album. Dazu noch einige Industrial- und Noise-Experimente und heraus kommt ein sehr schwerer Brocken extremer Musik. Ich kann zwar nicht unbedingt jedem Song was abgewinnen, aber insgesamt ist es ein sehr starkes Album und in der riesigen Diskografie von Napalm Death sticht es gut heraus. Platz 9. Killer Be Killed ist für mich eine der besten Metal-Supergroups überhaupt und das neue Album ändert zum Glück nichts daran. Während das erste Album zum Großteil noch die Handschrift von Max Cavalera getragen hat, scheint es so, als hätten Greg Puciato und Troy Sanders diesmal größeren Einfluss auf das Songwriting gehabt. Reluctant Hero ist ein weitaus melodischeres und vielseitigeres Album geworden. Was ich auf diesem Album wieder über alles liebe, ist die Mischung der drei Sänger, die ich für sich genommen schon toll finde und die sich hier perfekt ergänzen. Die drei Sänger werden immer so eingesetzt, wie es für den Song am besten passt. Es wird nie versucht, formelhaft jeden abwechselnd ans Mikrofon zu lassen. Im großartigen Form A Crowded Wound übernimmt Greg Puciato die Vocals fast im Alleingang. Er und Troy Sanders haben bei weitem die größten Gesangsanteile am Album. Max Cavalera tritt ein bisschen in den Hintergrund, was sein hartes Geschaute mehr zu einer willkommenen Abwechslung macht und dadurch umso effektiver wird. Insgesamt mag ich das Debüt von 2014 noch ein bisschen lieber, aber auch Reluctant Hero ist ein sehr, sehr gutes Groove Metal und Metalcore Album geworden, das auch gerne mal andere Genres reinbringt und nie langweilig wird. Platz 8.
Platz 8 ist das neue, insgesamt 17. Album der Bösen Onkels, das zum 40-jährigen Jubiläum der Band erschienen ist. Nach so vielen Alben und so vielen Jahren ist zwangsläufig bereits einiges gesagt. Und so kommt es, dass die Songs des Bruders Hüter und Flügel für dich mir so vorkommen, als hätte ich sie schon ein paar Mal von der Band gehört, und zwar besser. Abgesehen davon gibt es aber auch einige sehr starke Songs auf der neuen Platte, die sich deutlich unverbrauchter anhören. Wie zum Beispiel das düstere, harte Rent, das Reggae angehauchte Der Hund, den keiner will und die abschließende, sehr schöne Ballade Die Erinnerung tanzt in meinem Kopf. Daneben gibt es unter anderem mit Kuchen und Bier ein Hoch auf die Toten und Du hast mich, ich mag das einige saugeile Hardrock-Nummern, die einfach 100% Böse Onkels sind. Entweder man findet's geil oder halt nicht. Wen ich besonders hervorheben möchte, ist Sänger Kevin Russell. Den finde ich auf dem neuen Album tatsächlich so gut wie auf keinem zuvor. Auch wenn sein Gesang, wie auch die ganze Band, natürlich weiterhin Geschmackssache bleibt. Platz 7. Als sich Quellattack im Jahr 2018 von Sänger Erlend Jelveck getrennt haben, hat die Band einen der aktuell besten Frontmänner überhaupt verloren. Am Ende eigentlich halb so schlimm, denn mit Ivan Nikolaisen hat man einen mehr als würdigen Ersatz gefunden. Und Erlend Jelveck hat in diesem Jahr mit Welcome to Hell ein verdammt geiles Debüt abgeliefert. In die Fußstapfen eines so genialen, alles niederkreischenden Frontmanns wie Jelveck zu treten, ist keine leichte Aufgabe, aber Ivan Nikolaisen meistert sie, indem er seinen eigenen Stil reinbringt. Zwar kommt sein Screaming nicht an das seines Vorgängers ran, aber dafür bringt er viel mehr gesangliche Vielfalt mit sich, die vor allem in der zweiten Hälfte von Split voll zur Geltung kommt. Auch mit neuem Sänger bleiben für mich Quellattack eine der besten aktuellen Rock- und Metal-Bands. Und hier sind sie noch experimentierfreudiger als je zuvor. In gefühlt fast jedem Song bringen sie neue Sounds ein, die man noch nie von der Band gehört hat. Zwar gefällt mir nicht unbedingt jeder Song, aber ab Track 7, dessen Namen ich lieber nicht ausspreche, wird das Album absolut großartig. Und mit Rogaland hat es einen der besten Opener und Ohrwürmer des Jahres. Platz 6. Nicht, dass Sodom jemals soft gewesen sind, aber so derbe wie auf Genesis 19 ging schon lange nicht mehr zur Sache. Das dreckige, harte Gekeife von Tom Angel Ripper, der Einsatz von Blastbeats und die raue Oldschool-Produktion machen es zu einem der härtesten Sodom-Alben überhaupt. Ich finde sogar, dass einige Riffs auch von Aura Noir stammen könnten oder von neueren Black Thrash-Bands wie zum Beispiel Wave. Auch wenn nicht jeder Song der größte Knaller ist und es vielleicht auch ein paar zu viel sind, dürften Tracks wie Sodom and Gomorrah, The Harpooner, Genesis 19 oder Nicht mehr mein Land eigentlich jeden Fan zufriedenstellen. Das letzte Lied, Friendly Fire, hat sich sogar recht schnell zu einem meiner absoluten Favoriten von Sodom entwickelt. So darf es mit der Band gerne weitergehen. Platz 5. Die legendäre Hochphase von Sepultura mag zwar schon lange her sein, aber wer die Band nach Roots und dem Aufstieg von Max Cavalera abgeschrieben hat, sollte spätestens jetzt mit Quadra wieder einsteigen. Seit gut 10 Jahren wird die Band mit jedem Album immer besser und Quadra ist der Höhepunkt dieser Entwicklung. Schlagzeuger Eloy Casagrande ist einer der besten Metal-Drummer aller Zeiten. Und was er hier vom Leder lässt, ist einfach beeindruckend. Er und Gitarrist Andreas Kisser sprudeln über vor Kreativität und den beiden auf dieser Platte zuzuhören ist ganz großes Kino. Sänger Derek Green zeigt sich ebenfalls von seiner besten Seite und liefert seine bisher vielleicht beste Performance. Isolation, Means to an End und Agony of Defeat gehören für mich zu den besten Sepultura-Songs überhaupt. Und Quadra ist für mich das stärkste Album seit Chaos AD. Platz 4. Paradise Lost ist eine meiner absoluten Lieblingsbands und Obsidian zeigt sie mal wieder in Höchstform. Das Album ist tatsächlich überraschend abwechslungsreich, was ich nach dem Vorgängeralbum nicht gedacht hätte. Denn neben dem pechschwarzen Death Doom wie in Fall from Grace oder Serenity gibt es wieder mehr Clean Gesang und vor allem mit Ghost hat man den Gothic Rock wieder für sich entdeckt. Wenn man unbedingt Vergleiche ziehen will, würde ich die Platte als eine Mischung aus den letzten beiden Alben und One Second bezeichnen. So oder so dürfte das Album sehr vielen Fans gefallen und neue dazugewinnen. Meine Lieblingssongs sind Ending Days, Ghosts und Fall from Grace. Großartiges Album. Platz 3. Zu Ohms von Deftones habe ich bereits eine Review gemacht. Seitdem hat sich mein sehr, sehr positiver Eindruck zwar nicht geändert, ich habe es aber auch seitdem nicht mehr wirklich viel gehört. Trotzdem ist es für mich ein durchgehend sehr starkes Album und eines der besten, die die Band je gemacht hat. Platz 2. Zu Hell habe ich ebenfalls bereits eine Review gemacht. Kurzum, ich liebe die Ärzte, ich liebe Hell. Für viele Fans ist es das beste Album seit Geräusch, vielleicht sogar seit 13. Da ich das Album Jazz ist anders von 2007 absolut liebe, kann ich dem zwar nicht zustimmen, aber es ist allemal besser als das eher halbgare Album auch von 2012. Bei Hell stimmt einfach das Gesamtpaket und es wirkt viel harmonischer und besser getaktet als der Vorgänger. Und es hat haufenweise arschgeiler Songs. So klingt eine Band, die ihre Chemie und Spielfreude wiederentdeckt hat. Platz 1. Ach, du Scheiße. Tatsächlich ist Warbringer immer ein bisschen an mir vorbeigegangen und ich kannte nur das Debütalbum War Without End. Das war zwar schon richtig gut, aber seitdem hat sich nochmal eine ganze Menge getan. So geil die neuen Alben von Sodom, Testament oder auch Havoc in diesem Jahr gewesen sind, für mich ist Weapons of Tomorrow das beste Thrash-Metal-Album seit Nightmare Logic von Powertrip. Eins der besten Thrash-Alben der letzten 20 Jahre und locker auf einem Level mit einigen der größten Klassiker des Genres. Sänger John Cavill kann guten Gewissens zu einem der besten überhaupt im Thrash-Metal gezählt werden. Zwar nicht in Sachen Vielfältigkeit, aber wenn es um sauhartes Shouting
Album geht, gibt es wenige, die ich besser finde. Nicht nur sein ultra derber Gesang, sondern auch die Texte haben es wirklich in sich. Aber gerade im Thrash Metal ist Gesang natürlich nicht alles. Musikalisch ist das Ding ein Brett. Und die Riffs sind der Hammer. Vom knallharten Firepower Kills bis zum epischen Glorious End ist Weapons of Tomorrow von Warbringer mein Lieblingsalbum des Jahres 2020. So, damit wäre ich durch mit der Liste mit dem Jahr 2020. Es gibt noch eine Menge Alben, die auch hätten draufkommen können, wie zum Beispiel von Enslaved, Benediction, Bonded, Trivium, Lamb of God, Body Count und noch einige mehr. Aber das reicht jetzt auch. Ich wünsche noch ein frohes neues Jahr 2021. Es kann ja eigentlich nur besser werden. Hoffen wir mal. Und ich hoffe, dass ich in Zukunft öfter dazu komme, Videos zu machen. Das werden wir sehen. Bis dann. Ciao.